Sehr geehrte Kollegin Barth, Sie haben mich ja direkt angesprochen in Ihrer Rede. Sie hatten zitiert, was ich in meiner letzten Rede gesagt habe. Und Sie haben dann gesagt, Sie würden das nicht zulassen. Sie haben ja hier eine 80%-Mehrheit im Deutschen Bundestag, aber das Recht, dass wir unsere Meinung vertreten, auch wenn das nicht Ihre Meinung ist, das werden wir uns nicht nehmen lassen. Ich möchte noch ein zweites hinzufügen, und zwar inhaltlich. Sie haben jetzt eben noch mal das Argument eingebracht, dass es wichtige Handelsrouten im Mittelmeer gibt und dass diese beobachtet und geschützt werden müssten. Das ist nun ausdrücklich nicht Bestandteil des Mandats, über das wir hier reden, und ist aus gutem Grund nicht, weil unsere Bundeswehr nicht die Aufgabe hat, das ist auch im Grundgesetz so nicht vorgesehen, Gott sei Dank nicht, Handelsrouten für den privaten Schiffsverkehr freizuhalten.